26. Mai 1951. Warnow-Werft. Wilhelm Pieck wird zum Stapellauf begrüßt. In seiner Ansprache legte er der Jugend ans Herz, auf seemännischem Gebiet das notwendige Wissen und Können zu erwerben und in der Welt zu demonstrieren, in der DDR wächst eine Generation heran, die vom Geist des Friedens und der Völkerfreundschaft durchdrungen ist. Als das Schiff seinem Element übergeben wurde, leuchtete am Bug der Name unseres ersten Präsidenten. Als erster Kapitän führte der in Stürmen um Kap Horn ergraute Fahrensmann Ernst Waltendorf die Schonerbrig. Eigentlich schon im verdienten Ruhestand, wollte er nur ein paar Monate bleiben. Es wurden 5 Jahre. Dr. Sieger, Angehörige der ersten Besatzung, erinnert sich. Vor 30 Jahren, als ich die Planken dieses Schiffes das erste Mal betrat, war natürlich das Herz weit offen für unsere junge Republik. Damals war ich 1 Jahr Mitglied der Partei. Als junger FDJler wollte ich mithelfen, dass unsere Republik auch auf See stark ist. Und deshalb war es für mich ein besonderes Erlebnis, dass unser Genosse Wilhelm Pieck für mich ein Symbol der Arbeiterklasse, der Führung der Arbeiterklasse, ein Symbol der besten Kommunisten und Internationalisten bei uns an Bord war. Und wenn ich mich an die 30 Jahre erinnere, dann ist insbesondere markant, dass auf diesem Schiff, so wie es ein bekannter sowjetischer Segelschulschiffskapitän, Kapitän Votenko, des Segelschulschiffes Tawarisch, einmal ausgedrückt hat, Segelschulschiffe sind Schulen des Charakters. Mut, Ausdauer, Kameradschaft, Einstehen einer für den anderen, Bewusstsein, um was es geht, Stolz auf das Schiff, Stolz auf die Flagge, die das Schiff führt, bereit zu sein, für seine Heimat einzustehen. So wie uns die Partei erzogen hat, so sind wir groß geworden hier in der Takelage an Bord. Das harte Seemannsleben hat uns geformt, auch die Zukunft so zu meistern, wie das unsere Partei von uns verlangt. Eine Hand für den Mann, eine Hand fürs Schiff. Nur so sind die 13 Segel mit ihren 570 Quadratmetern Segelfläche durch die 104 Tampen fachmännisch vor den Wind zu bringen. Vor interessierten Gästen und Zuschauern anlässlich des 30. Jahrestages der Indienststellung der Wilhelm Pieck
demonstrierten die GSD-Kameraden ihre seemännischen Fähigkeiten. Circa 4000 Kursanten erlernten seit 1951 maritime Kenntnisse. Sie sind heute Kommandeure und Politoffiziere unserer Volksmarine und der Handelsflotte der DDR. Der Kapitän Helmut Stolle begrüßte zwei seiner Vorgänger, die Kapitäne Horst Rickert und Karl-Heinz Schäfer. Beim feierlichen Appell anlässlich des Jubiläums würdigte der zweite Sekretär des FDJ-Zentralrates Eberhard Aurich die Verdienste der GSD-Marineschule August Lütgens in Greifswald-Wiek, zu deren Schiffsbestand die Wilhelm Pieck gehört. Wenn man sich in das Jahr 1951 zurückversetzt, als unsere Deutsche Demokratische Republik noch nicht einmal 2 Jahre alt war, dann kann man ermessen, welche Bedeutung es hatte, diesen Auftrag anzunehmen und ihn bis heute 30 Jahre danach zu erfüllen. Seither hat dieses Segelschulschiff Wilhelm Pieck die Völkerfreundschaft gefördert durch seine Reisen. Die Freude an der Seefahrt und die Verteidigungsbereitschaft der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik fördern geholfen und hat wesentlich mit beigetragen zur internationalen Anerkennung und Erhöhung des Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik. Auf Beschluss des Zentralrates der FDJ wurde die Wilhelm Pieck mit der Arthur-Becker-Medaille in Gold ausgezeichnet. Der Auftrag des ersten Präsidenten der DDR wurde und wird jederzeit erfüllt. Klar zum Segelmanöver. Mai 1951, Warnow-Werft. Wilhelm Pieck wird zum Stapellauf begrüßt. In seiner Ansprache legte er der Jugend ans Herz, auf seemännischem Gebiet das notwendige Wissen und Können zu erwerben und in der Welt zu demonstrieren,
In der DDR wächst eine Generation heran, die vom Geist des Friedens und der Völkerfreundschaft durchdrungen ist. Als das Schiff seinem Element übergeben wurde, leuchtete am Bug der Name unseres Präsidenten. Seit dem Stapellauf erlernten in der Laufbahnausbildung Matrosenspezialist der Volksmarine allein an Bord der Wilhelm Pieck über 4000 Kursanten erste maritime Handgriffe. Für die Verdienste bei der Erhöhung der Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit wurde das GST-Schulschiff mit der Arthur-Becker-Medaille in Gold ausgezeichnet. Klar zum Segelmanöver. Und wieder beginnt für die künftigen Mate und Offiziere der Volksmarine eine Ausbildungsfahrt.